Starke Regenfälle haben am Freitagabend eine wahre Schlammlawine vor das Feuerwehrgerätehaus in Rehna gespült. Die Feuerwehrleute aus dem Korbacher Stadtteil und aus der Kernstadt hatten alle Hände voll zu tun, um die braune Brühe zu beseitigen. Wo die hergekommen war, erklärt der Korbacher Stadtbrandinspektor Friedhelm Schmidt. Oberhalb vom Feuerwehrhaus liegt ein landwirtschaftliches Anwesen und hier war früher Wiese. Mittlerweile hat man die Wiese umgebrochen, sodass also jetzt hier auf dem Ackerland natürlich die Regenmassen leichtes Spiel haben, die Erde mit nach unten zu spülen und sie dann hier unten vor dem Feuerwehrhaus abzuladen. Beim Großreinemachen war nicht nur Muskelkraft gefragt, sondern es kamen auch landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Einsatz. Denn der Schlamm war großflächig verteilt. Vom Feuerwehrhaus bis zur Straße auf einer Länge von ungefähr 40 bis 50 Metern und einer Breite von 5 Metern hatten die Schlammmassen eine Höhe von ca. 10 bis 15 cm. Die Korbacher Wehr unterstützte die Arbeiten unter anderem mit dem neuen Großtanklöschfahrzeug, das mit einer besonderen technischen Raffinesse ausgestattet ist. Jawohl, das Fahrzeug hat eine Selbstschutzeinrichtung, nämlich vorne vor den Vorderrädern. Wenn ich ein brennendes Stoppelfeld habe, kann ich mich hiermit selbst schützen. Das haben wir hier eingesetzt und konnten damit den Schmutz und den Schlamm lösen, sodass er dann vor dem Fahrzeug hier weggespült werden konnte. Nunmehr ist es schon zum dritten Mal passiert, dass Schlamm vor das Gerätehaus und auf die vorbeiführende Straße gespült wurde.